Attila Hildmann hat ein Problem. Er hat sich in die Türkei abgesetzt, nachdem er einen Tipp bekommen haben soll, dass ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden ist, und ist aus Berlin geflüchtet. Aber jetzt, gestern, sind seine Seiten gehackt worden. Jetzt kann man sagen, Seiten hacken ist nicht so schlimm, aber die Seiten von Attila Hildmann sind zugleich auch seine Einkommensquelle, ist sein Online-Shop, auf dem er vegane Produkte verbreitet, und der Telegram-Kanal ist die Seite, mit der er Kontakt hält zu seinen Followern, die wiederum teilweise auch seine Kunden sind. Da hat anscheinend ein Vertrauter aus seinem Kreis, angeblich sein IT-Mitarbeiter, die Daten verändert oder an Anonymous weitergegeben. Und mich haben einige Medien heute gefragt, wie ist denn die rechtliche Lage dazu zu beurteilen? Attila Hildmann hat rechtliche Verhältnisse zu verschiedenen Personen. Da haben wir zum einen die Staatsanwaltschaft, die gegen Attila Hildmann ermittelt, wegen zum Beispiel des Verdachts der Volksverhetzung. Attila Hildmann hat sich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr zurückgenommen, sondern Nazi-Propagande, antisemitische Sprüche, Beleidigungen zum Beispiel gegen Volker Beck verbreitet, so nach dem Motto, jetzt bin ich sowieso schon weit weg und habe keinen Ruf mehr zu verlieren, dann kommt es darauf auch nicht mehr an. Volker Beck hatte, und deswegen heben wir dieses eine Beispiel hervor, zusammen mit HateAid zivilrechtliche Ansprüche gegen Hildmann durchgesetzt, also auch eine Unterlassungsklage und eine einstweilige Verfügung erfolgreich gegen Attila Hildmann erwirkt, sodass Volker Beck auch einen zivilrechtlichen Anspruch auf beispielsweise Bestrafungsmittelordnungsgelder, Haftbefehle zivilrechtlich, wie gesagt, durchsetzen könnte. Die Staatsanwaltschaft hatte Hausdurchsuchungen schon durchgeführt und wollte dann doch irgendwann mal Haft erlassen. In Deutschland ist man da ja immer relativ langsam damit. Aber Attila Hildmann soll angeblich einen Tipp bekommen haben, und vielleicht werden wir bald herausfinden, von wem. Attila Hildmann hat natürlich Beziehungen zu Kunden, und das dürfte wahrscheinlich auch die Quelle sein, warum er Geld bekommt. Wobei die Verhältnisse zwischen Attila Hildmann zu seinen Kunden könnten nochmal über eine Aktiengesellschaft, eine Gesellschaft abgewickelt werden, die den Online-Shop betreibt. Aber die Domain attilahildmann.de, die gehörte wohl Attila Hildmann wirtschaftlich oder war vielleicht auch über einen Strohmann, Mr. X, registriert. Jedenfalls hatte er darüber seinen Online-Shop betrieben. Und was Attila Hildmann ansonsten noch hatte, waren natürlich viele Daten. Zugänge zu Social-Media-Plattformen, Kanäle wie auf Telegram, mehrere. Da ergab sich dann erstaunlicherweise, zu welchen Kanälen Attila Hildmann oder Mr. X, der die Daten weitergegeben hat, Zugriff hatte. Und natürlich hatte er jede Menge E-Mails, die ganz interessant sein sollen. Was gestern also passiert ist, ist, auf allen Kanälen wurde dann also ein Text und ein Video von Anonymous eingeblendet. Bei Anonymous weiß man naturgemäß nicht, wer dahinter steht. Wir wissen aber, dass es einen Vertrauten von Attila Hildmann, wir nennen ihn hier einfach Mr. X, obwohl der Name bekannt ist und auch leicht zu recherchieren ist, aber er hat trotzdem natürlich auch Persönlichkeitsrechte. Und der soll diese Daten weitergegeben haben. Und ich wurde jetzt heute gefragt, wie ist denn die Rechtslage zu beurteilen? Und wenn Anonymous einen Server hackt, dann denkt man zunächst einmal an 202a, das ist so der typische Hacking-Paragraph. Und der könnte hier zunächst einmal geprüft werden, wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung von Zugangssicherung verschafft, der macht sich strafbar. Also wir haben mehrere Tatbestandsmerkmale, der 202a wurde auch schon mehrfach nachgebessert, nachgeschärft. Wir brauchen also Daten, die gesichert sind, Passwortschutz reicht dafür aus, und wir brauchen Daten, die gegen die nicht für den Täter bestimmt sind. Jetzt ist die Frage also, betrachten wir jetzt hier Anonymous oder betrachten wir Mr. X? Für Mr. X könnte der 202a bereits daran scheitern, weil Mr. X ja bestimmungsgemäß Zugriff auf diese Daten hatte. Attila Hildmann hat also alle diese Daten seinem Kumpel, Kollegen, Auftragnehmer übergeben, sodass der rechtmäßigerweise auf diese Daten Zugriff nehmen konnte. Insofern dürfte für 202a bei Mr. X kein Raum sein, weil er, anders als in vielen anderen Konstellationen, tatsächlich rechtmäßigen Zugriff dazu hatte. Was aber in Betracht kommt, und das gilt sowohl für Mr. X als auch für Anonymous, ist der 303a StGB.
die Datenveränderung. Wer rechtswidrig Daten, und da wird auf 202a wegen der Definition verwiesen, löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe. Wir wissen jetzt im Augenblick nicht genug über den Sachverhalt, ob jetzt Daten wirklich gelöscht wurden oder einfach nur eine andere Datei hochgeladen wurde. Das dürfte allerdings schon das Verändern implizieren, wenn wir unseren Webserver betrachten und da wurde dann die Index HTML, PHP so verändert, dass eben eine andere Seite angezeigt wurde. Und was wir natürlich schon auch sehen, ist, dass auch die Deep-Links auf die Attila Hildmann-Seite nicht verfügbar sind. Das kann eine Serverkonfiguration sein, sodass die tatsächlichen Daten immer noch vorhanden sind. Es kann aber auch sein, dass die Daten verändert worden oder gelöscht worden sind. Auf jeden Fall haben wir eine Veränderung der Konfiguration und das könnte eine Strafbarkeit auslösen. Das bedeutet also, sowohl Mr. X als auch Anonymous werden sich vermutlich oder möglicherweise strafbar gemacht haben mit ihrer Aktion. Und bei Mr. X kommt wahrscheinlich noch hinzu, dass der ja auch in der Vergangenheit eng mit Attila Hildmann zusammengearbeitet hat und insofern durchaus auch als Teilnehmer, Gehilfe von Attila Hildmann für seine Taten in Betracht kommt. Warum er sich es jetzt anders überlegt hat, sei dahingestellt, das kann man sich dann später im Rahmen des Ermittlungsverfahrens ansehen. Angeblich ist Mr. X selbst in der Türkei, aber wollte nach Deutschland zurückkehren und vielleicht auch mit den Behörden zusammenarbeiten. Sowas wurde jedenfalls angekündigt. Es gab da auch angeblich einen Kontakt zu HateAid und die Erwartung, dass man durch eine Kooperation mit den Ermittlungsbehörden vielleicht irgendeinen eigenen Vorteil daraus haben könnte. Denkbar ist das, aber letztendlich wissen wir zu wenig, um das wirklich zu beurteilen. Jetzt war gestern auch ein Shitstorm unterwegs, weil Twitter den Account von Anonymous gesperrt hatte. Und da sagte man sich, das sind doch die Guten, nicht die Bösen, warum sperrt ihr die denn? Und da muss man natürlich sagen, juristisch gesehen betrachtet man nur zunächst einmal, ob Anonymous rechtswidrig gehandelt hat, also ob da vielleicht Straftaten oder Verletzungen von Gemeinschaftsstandards begangen worden sind. Da könnte man jetzt allenfalls drüber nachdenken, ob das als Nothilfe, Notwehr gerechtfertigt war. Denn wir hatten ja durchaus andauernde rechtswidrige Angriffe von Attila Hildmann und den Stecker zu ziehen war insofern vielleicht eine gebotene Maßnahme, um andere rechtswidrige Angriffe auf andere Personen oder die Rechtsordnung zu verhindern. Das wird man sich noch näher anschauen. Ist jedenfalls eine spannende Fragestellung.